dachte, gegen Robert Schaffner beginnt am Montag die Verhandlung. Ja, und was ist damit? Ich verstehe nicht, dass man den jetzt noch mal ins Präsidium kam. Wieso machst du dir darüber Gedanken? Es wird wohl jemand Sehnsucht nach ihm haben. Kann ich was für Sie tun? Ach, Sie sind es. Ja, ich bin's. Eigentlich wollte ich zu Frau Röhm nebenan, aber sie ist nicht da. Sie war gerade hier. Ich habe ihr Blumen für das Grab ihres Mannes gegeben. Blumen von mir. Und wie geht's Ihnen? Meine Tage sind wie ein Albtraum seit dem Mord. Möchten Sie meine Aussage am Montag mit mir besprechen, Herr Griss? Machen Sie mich nicht unglücklich, Frau Abel. Es gibt da nichts zu besprechen. Wieso muss ich den Mord sehen? Wieso ich? Wieso bringt ein Freund den anderen um? Wieso muss ich meine Wohnungsschlüssel hier liegen lassen, sodass ich Zeuge wurde? Ich habe sie noch nie liegen gelassen, Herr Griss. Wieso? Ich weiß gar nicht, womit ich Sie trösten könnte, Frau Abel. Ihre Arbeit haben Sie ja wenigstens noch. Aber wie lange noch? Auf meine Kündigung können Sie gleich warten. Das ist Stan Schaffner, der Bruder von Robert. Er ist heute früh aus USA gekommen, wegen des Prozesses. Warum soll eine Frau hier im Laden stehen haben, die seinen Bruder für lange Zeit durch ihre Aussage ins Zuchthaus bringt? Das ist Herr Gress von der Polizei. Herr Schaffner, ich möchte mit Ihnen... Ich möchte, dass Sie das Geschäft verlassen. Auf Wiedersehen, Frau Abel. Wie viel Geld kriegen Sie noch? Falls ich es Ihnen noch nicht gesagt haben sollte, ich möchte Sie hier nicht mehr sehen. Nein. Sie haben es mir noch nicht gesagt. Italiano. Italiano. Al cimitero. Dove grab Alex Röhm? Ah, le tombe. Vada lei per la strada principale, 200 metri, e poi subito a sinistra. Ah, grazie. Prego, prego.
Sie können einen vielleicht erschrecken. Entschuldigung, es tut mir leid. Den Stein habe ich selbst gehauen. Was wollen Sie eigentlich hier? Eigentlich weiß ich das auch nicht genau, Frau Röhm. Ich bin einfach mal... Ja, ich wollte... Mein Mann ist tot. Es ist alles gesagt worden, was zu sagen war. Am Montag beginnt der Prozess. Werden Sie kommen? Ich komme nicht nur als Witwe, sondern auch als Nebenklägerin mit meinem Anwalt. Warum schauen Sie mich so an? Ihr Mann und Robert Schaffner waren von Kindheit an Freunde. Robert hat die Beziehung zu meinem Mann mit einem Mord beendet. Was erwarten Sie von mir? Frau Röhm, ich weiß immer noch nicht, warum. Mein Gott, ich weiß es auch nicht. Darüber haben wir schon 100-mal geredet. Frau Abel hat gesehen, wie Robert meinen Mann im Streit erschossen hat. Und Sie, Herr Kress, haben ihn aufschneiden und die Kugeln rausnehmen lassen. Wieso habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass Leo Kress sich freigenommen hat? Er präpariert sich auf seine Aussage in der Verhandlung gegen Schaffner. Wieso redet er mit uns nicht drüber? Weil er sich immer noch nicht ganz sicher ist. Na ja, sagen wir mal, weniger sicher als der Staatsanwalt. Moment, Moment. Bleiben Sie bitte noch hier. Wollen Sie sich setzen? Ich stehe lieber. Mir hat er auch nichts gesagt. Ich meine, ich weiß nicht, was wir mit dem Schaffner reden sollen. Einen Teil der bisherigen Vernehmungen kann ich bereits auswendig von mir her sagen. Was ist jetzt? Wir können die da drin nicht ewig warten lassen. Was Neues? Nein. Lassen Sie uns bitte allein, wir rufen Sie dann. Setzen Sie sich. Herr Schaffner, lassen Sie uns noch mal miteinander reden. Was soll das, Herr Kress? Sie werden sagen, warum haben Sie das getan? Und ich werde sagen, warum habe ich was getan? Sie werden sagen, Sie haben Ihren Freund Alex Röhm erschossen. Und ich werde sagen, ich war es nicht. Sie werden sagen, aber die Zeugin, Frau Abel, hat Sie gesehen. Und ich werde antworten, sie kann mich gar nicht gesehen haben, weil ich es nicht getan habe. Stimmt's? Und deswegen werde ich ab jetzt kein Wort mehr sagen. Auch in der Verhandlung nicht. Ihr Bruder Stan ist aus Amerika gekommen. Hat man Ihnen das gesagt? Frau Abel meint, er wird sie fristlos entlassen. Jutta Röhm hat in den Grabstein ihres Mannes den Satz eingemeißelt: Ich liebe dich. Kein Mensch kann sein Leben lang mit einer solchen Schuld leben, Herr Schaffner. Niemand. Ich möchte jetzt gehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Bis gleich.
Christa! 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 Ja, Kassier. Augenblick. Halt, Augenblick. Ich bin eigentlich gar nicht da. Ich habe auch keine Bereitschaft. Wie bitte? Was? Ihr könnt schon mal anfangen, mit den Leuten zu reden, ja? Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Die Ermordete wurde von der Zeugin Frau Hoffmann aufgefunden. Die Bestattung ist unterwegs. Danke. Bitte. Ich kann dich jetzt noch nicht reinlassen, es ist zu eng. Wenn der Doktor weg ist, meinetwegen. Du machst mir sonst alle Spuren kaputt. Sind Sie Herr Kress? Ja. Mein Name ist Elsa Hoffmann. Guten Abend. Guten Abend. Sie hat mir von Ihnen erzählt, sie mochte Sie. Sie wollte nicht zum Fest kommen, weil sie traurig war. Ihr Chef, ich meine, der Bruder Ihres Chefs, hat Sie entlassen. Ich... Ja, sprechen Sie ruhig weiter. Ich habe Sie gefunden. So was Schreckliches habe ich seit dem Krieg nie wieder gesehen. Sie war so ein lieber Mensch. Wer tut so etwas? Wer? Hat das etwas mit dem Prozess zu tun? Entschuldigung. Also ich glaube, es ist noch keine 2 Stunden mehr, Leo. Wie es aussieht, ist sie mit einer Art Schlinge getötet worden. Von hinten. Gut, danke, Doktor. Ich melde mich morgen. Ja. Okay, servus. Hallo. Hallo, darf ich Sie was fragen? Ja, natürlich. Hat sie... Ich meine, hat sie sehr gelitten? Nein, ich glaube nicht. Es tut mir sehr leid. Wiedersehen. Ja? Dann kann ich jetzt mal rein. Ja. Jetzt kannst du. Thank you.
Wer ist da? Ich bin's, Chris. Guten Abend. Jedes Mal erschrecken Sie mich. Es tut mir leid. Danke. Ich habe auch den dazugehörigen Schein, wenn Sie das meinen. Ja, das meine ich. Ängstlich sind Sie wohl nicht. Hier wurde schon ein paar Mal eingebrochen. Und wenn ich nachts arbeite, nehme ich die Waffe mit. Ich will Sie nur kurz was fragen. Bitte? Nehmen Sie ruhig Platz. Danke. Wissen Sie zufällig, wo ich Stan Schaffner finde? Den Bruder. Wie kommen Sie darauf, dass ich weiß, wo der sich aufhält? Reden Sie denn nicht miteinander? Er ist doch wieder da. Oder kennen Sie sich gar nicht? Doch, doch. Er war mein Trauzeuge vor 7 Jahren. Aber Sie reden nicht mehr miteinander. So ist es. Oh, Frau Röhm, er hat doch Ihren Mann nicht getötet. Mit wem ich rede, mit wem ich nicht rede, ist ganz allein meine Sache, Herr Kress. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Frau Abel ist vor etwa 3 Stunden ermordet worden. In ihrem Gartenhaus. Nochmal. Hat die Frau Röhm einen Waffenschein? Sie hat einen Waffenschein, Leo. Du bist uns irgendwie abhanden gekommen. Wo warst du denn? Ich war bei Jutta Röhm. Was wolltest du da? Von ihr hören, wo Stan Schaffner sich aufhält. Und was wolltest du von Stan Schaffner? Mein Gott, am Montag beginnt die Verhandlung gegen seinen Bruder. Es ist noch ein Tag Zeit bis zur Verhandlung, Leon. Das ist morgen und das ist ein Sonntag. Was glaubt ihr eigentlich, wie der Prozess ausgeht ohne Christa Abel als Zeugin? Es fängt sowieso wieder alles von vorne an. Und zwar mit dem Tod von Christa Abel. Mann, ich... Habt ihr was Neues erfahren? Nein, niemand hat was gehört oder gesehen. Hier, bin den Fall noch mal durchgegangen. Der Verteidiger von Schaffner wäre in jedem Fall in die Revision gegangen. Und jetzt? Wir müssen rausfinden, ob es nicht doch noch was anderes gibt zwischen Jutta Röhm und Robert Schaffner. Außer der Freundschaft. Warum hat der Alex Röhm seiner Bank erzählt, er könne in allernächster Zeit seine Schuld von 250.000 Mark zurückzahlen? Irgendwas muss da noch gewesen sein. Warum sagt die Röhm zu mir, sie spricht nicht mit Stan Schaffner? Das brauchst du doch nicht alles wegschmeißen. Ja? Er will, dass Robert Schaffner freikommt. Und was erwartet er sich davon? Immerhin hat er dafür den Mord an Christa Abel begangen. Du hast uns immer noch nicht erzählt, was du von Stan Schaffner wolltest. Das war wohl ein Fehler jetzt. Mal spinnt er wirklich. Ist er schon weg? Schon? Endlich. Wir sind froh, dass er mal schlafen geht.
Die Schlinge, mit der Frau Abel getötet wurde, ist aus Draht. Vielleicht Blumendraht. Wir werden morgen bei Tageslicht suchen. Eigentlich die Messe besuchen, Gerd. Ich würde mich an deiner Stelle ein bisschen beeilen. Jetzt für FBI, für Interpol oder für beides? Was meinst du? Beides, wie Leo können. Schauen, ob wir auch richtig arbeiten? Du, mir ist nicht sehr nach Witzen. Mehr Leute kriege ich nicht. Es ist Sonntag, Leo. Ja, ja, ist ja gut. Herr Kress? Ja? Sie waren gestern so schnell weg. Ja, Entschuldigung. Tag, Frau Hoffmann. Guten Tag. Ich wollte Ihnen noch was sagen. Ja? Ich habe hier einen Mann gesehen. Ein Mann? Ja, einen Mann, der hier nicht hergehört. Können Sie den beschreiben? Ja, es war schon ziemlich dunkel. Er war groß, sehr groß. Elsa? Ja? Guck mal, was ich hier gefunden habe. Schauen Sie mal, Herr Chris, was der Franz gefunden hat. Der Mord sieht aus wie eine ganz normale Beziehungsgeschichte. Ist er aber nicht. Wie findest du das? Ja, wie finde ich das? Ich finde, dass die Frau Röhm liebt. So, das war's. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch nur einen schönen Sonntag. Danke. Ihnen danke ich auch. Sie haben uns sehr geholfen. Alles schon. ISA 9021. Ja, ich höre. Ihr greift erst ein, wenn es den Schaffner vorher geht. Ja, dann sprecht er ihn an. Ich komme, ja. Ende. Die Frau Röhm lügt. Moment, Leo. Wenn du hier fertig bist, kannst du dir mal die Wohnung von der Frau Abel ansehen in der Stadt. Die beiden Gläser auf dem kleinen Kühlschrank sind nicht benutzt worden. So viel steht fest. Die werden im Labor untersucht. Und die Frau Abel muss ihren Mörder gekannt haben. Sie hat ihn eingelassen. Ja, na, ich muss los. Wir sehen uns dann. Frau Hoffmann, am besten Sie kommen heute noch aufs Präsidium und wir machen ein Protokoll. So in 2-3 Stunden.
Ich kann dir ganz genau sagen, wer jetzt kommt. Ja? Guten Tag. Ich möchte, dass Sie mir diese Situation hier erklären. Frau Röhm und Herr Schaffner. So? Und warum sollte ich das tun? Wir ermitteln im Mordfall Christa Abel, falls Ihnen das entgangen sein sollte. Nicht in dem Ton, Herr Kress. Ich habe meine Meinung eben geändert. Können Sie vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Herr Schaffner und ich reden wieder miteinander. Wir waren früher zusammen, bis zu meiner Hochzeit mit Alex. Von Ihnen würden wir gerne erfahren, wo Sie sich hier in der Stadt aufhalten. Sagen Sie es bitte nicht in der Wohnung Ihres Bruders. Da war gestern schon nachgesehen. In einem Hotel, warum? In welchem Hotel, Herr Schaffner? Ich möchte gerne mal wissen, was an meiner Adresse so wichtig ist. Herr Schaffner, Sie haben doch gehört, worum es geht. Wir wollen nur wissen, wo Sie sich aufhalten, während Sie bei uns in der Stadt sind. Das ist alles. Herr Schaffner wohnt im Hotel Mittere. Und gestern Abend, wo waren Sie da von 8? Ich hab's geahnt. Ich hab's doch geahnt. Verschwinden Sie! Du deinen Gefühlen keinen Zwang an. Gehen Sie bitte raus. Stan war die ganze Nacht auf seinem Zimmer. Allein? Nein, mit mir. Kommen Sie bitte beide morgen zu mir ins Präsidium. Wir müssen ein Protokoll aufnehmen. Morgen werden Sie nicht können, Herr Kress. Und wir auch nicht. Morgen beginnt der Prozess gegen seinen Bruder. Wir melden uns dann. Auf Wiedersehen. Jetzt hast du wenigstens ein Alibi. Es ist nicht zu fassen. Sagst du uns wenigstens, wo wir hinfahren? Passauer Straße 8. Ich habe auf euch gewartet. Die Tür war auf. In so einer Wohnung kannst du dein ganzes Leben ablesen. Wo ist eigentlich Leo? Er hat sich's anders überlegt. Er ist zum Staatsanwalt nach Hause. Und das war's dann schon, oder? Nein, das war's noch nicht. Eine Frau war gestern hier, so gegen 8 Uhr abends. Sie wollte von der Nachbarin wissen, wo Frau Abel sein könnte. Und die hat's ihr gesagt? Na, wo sie am Wochenende immer ist, in der Gartenkolonie. Kann die Nachbarin die Frau beschreiben? Das kann sie nicht. Ja, wieso nicht? Lass sie uns fragen. Wieso kann sie das nicht? Weil das Ganze über die Gegensprechanlage lief. Auf wie viele Tage ist denn die Verhandlung angesetzt? Es wird alles ganz schnell vorbei sein, jetzt, wo die Hauptzeugin tot ist. Was wir sonst noch gegen Schaffner haben, reicht für gar nichts. Ich möchte nicht, dass ihr morgen in die Verhandlung kommt. Es genügt, wenn ich da bin. Was guckt er mich so an? Ihr sollt ermitteln. Weitermachen. Ja. Was haben Jutta Röhm und den Schaffner wirklich miteinander zu tun? Alibi von Schaffner im Hotel. Dann diese merkwürdige Bankgeschichte von Alex Röhm. Wo wollte der das Geld plötzlich her haben für seine Schulden?
Wieso sind die alle so miteinander verfilzt? Jutta Röhm, Sten Schaffner, Robert Schaffner, Alex Röhm. Ach, noch was. Sind die Fotos raus von Sten Schaffner? Riedmann ist gerade dabei. Vielleicht solltet ihr mal alle ungeklärten Raubüberfälle überprüfen. So vor 5 bis 10 Jahren. Sagen wir mal ab 500.000 aufwärts. Manchmal möchte ich ihn küssen. Ich bin nicht interessiert. Danke. Tja. Es ist alles raus. Interpol und Washington. Auf den Griffen der Drahtschlinge, mit der Christa Abel getötet wurde, sind keine Fingerabdrücke. Ich nehme an, der Täter hat Handschuhe getragen. Übrigens, Elsa Hoffmann wird gleich hier sein. Nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Doch, Leo. Ich habe sie bestellt. Sie wird gleich oben sein. Ja. Bitte. Dankeschön. Ich habe zu tun. Guten Tag. Guten Tag. Frau Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Können Sie bitte mal ein Stück näher kommen? Gern. Hier. Ist das der Mann, den Sie gesehen haben? So gut habe ich ihn nicht gesehen. Es war ja schon dunkel. Meine Mitarbeiter werden jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen, Frau Hoffmann. Ja. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Hoffmann? Ja? Nehmen Sie bitte Platz. Ja, danke. So, bitte sehr. Dankeschön. Kaffee, Frau Hoffmann? Nein, danke. Wenn ich Christa beerdigen kann, sagen Sie es mir. Sie hat nämlich keine Verwandten. Die sind alle im Krieg umgekommen. Ja, wir sagen es Ihnen. Nicht rauchen jetzt. Was anders als früher? Schöner. Viel schöner. Ich brauche ein Alibi für letzte Nacht. Denkst du viel an Robert? Und du? Sehr viel. Was ist eigentlich wirklich los hier? Habe ich dich gefragt, was du gestern Abend gemacht hast? Soll ich dir vorlesen, wie die heute den Prozess einschätzen? Brauche ich doch gar nicht hören. Oder glaubst du, hier steht was anderes drin?
Habt ihr schon gelesen? Ach. Ja, schon. Hinterher kann man leicht sagen, wir hätten ihr Zeugenschutz geben sollen. Morgen. Was ist das für ein Radio? Meinst du so? Ja, und was soll das? Ja, man möchte sich ja mal ein bisschen informieren, ne? So zwischendurch über den Prozess. Meine Herren. Wir müssen unserem lieben Leo mal einen neuen Anzug verpassen. Seit Jahren hat er vor Gericht immer denselben an. Vielleicht auch eine neue Aktentasche. Das ist eine gute Idee, ja. Ist das schon beim Prozess? Warum? Die beiden Gläser auf dem Kühlschrank aus dem Gartenhäuschen von Frau Abel. Was ist mit denen? Die sind zwar nicht benutzt worden, aber auf dem einen Glas haben wir Fingerabdrücke gefunden. Ich sag bloß, die sind nicht von der Toten. So ist es. Und bei der Obduktion haben sie festgestellt, dass es wirklich Blumendraht war. Grüner Blumendraht, mit dem Frau Abel getötet wurde. Was machen Sie denn hier? Das sehen Sie doch. Ich bringe Ware. Wo ist eigentlich Frau Abel? Was machen Sie hier? Sie wissen nicht, was passiert ist. Was soll denn passiert sein? Frau Abel ist ermordet worden, Samstagnacht. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, ist leider so. Ich muss fahren. Ja, fahren Sie. Die Eröffnung der Verhandlung im Prozess Schaffner ist von diesem Ereignis nicht im geringsten beeinflusst worden. Mindestens der erste Tag bei einem solchen Prozess besteht aus streng geführten Ritualen. Das war's fürs Erste. Wir melden uns am Nachmittag wieder. Wo ist denn Henry? Ackern. Weder Jutta Röhm noch Robert Schaffner sind vorbestraft. Und Alex Röhm war es auch nicht. Herr Robert Schaffner, wissen wir das? Die sind einfach nicht polizeibekannt. Und gegen Stan Schaffner aus den USA liegt weder beim FBI noch bei Interpol was vor. Die kennen den nicht. Na, wunderbar. Ich habe ein Geschenk für dich. Blumendraht? Ja, aus dem Blumenladen. Danke. Bitte. Wenn ihr mich sucht, ich bin im Labor. Wieso warst du nicht beim Training gestern Abend? Weil es ist im Moment bis hier steht, Sascha. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bist du wegen Schaffner hier? Wie kommst du denn da drauf? Na, wenn der Bruder wegen Mordes vor Gericht steht? Für dein Alter bist du ganz schön clever, Sascha. Tja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ob Stan Schaffner am Samstagabend auf seinem Zimmer war, was könntest du mir da sagen? Nichts. Das haben wir nicht unter Kontrolle. Weißt du doch. Damenbesuche auch nicht, nein. Das schon gar nicht. Weißt du auch. Der war nicht auf seinem Zimmer. Der ist um 8:30 unten aus der Garage mit seinem Leihwagen weg. Woher weißt du das? Weil ich um 8 Schluss habe und mein Mofa steht in der Garage, damit es nicht geklaut wird. Die klauen wie die Raben in diesem Viertel. Von Verfahrensfragen her war es äußerst ungeschickt von dem Rechtsanwalt des Beschuldigten, das Gericht mit allerlei Eingaben schon am ersten Tag zu strapazieren. Denn aufgrund der neuen Lage muss er auf einen schnellen Freispruch von Robert Schaffner aussagen.
das finstere Gesicht von Hauptkommissar Kress lässt schließen, dass auch er damit rechnet. Wir melden uns wieder heute Abend mit Neuigkeiten von diesem Prozess im Stadtgeschehen um 19.05 Uhr. War nicht so eilig. Kannst du mir mal sagen, worum es jetzt eigentlich geht? Was ist der Punkt? Irgendjemand ist daran interessiert, dass Schaffner freikommt. Die Frage ist nur, was hat er davon oder was will er dafür haben? Klingt, als wäre es von Leo Kress. Ist von Leo. Ich habe gute Nachrichten. Erstens, dein Schaffner war am Samstagabend gar nicht auf seinem Zimmer. Und zweitens habe ich mir vom Barmann aus dem Zimmer von Stan Schaffner einen Zahnputzbecher schenken lassen. Weil ich so einen nämlich genau seit ein paar Jahren suche. Und du erzählst uns jetzt ganz schnell was über die Fingerabdrücke auf diesem Zahnputzbecher hier und auf diesem Wasserglas da. Tut mir leid. Das Glas mit den Fingerabdrücken ist noch im Labor. So, bitte sehr. Danke. Bitte. Danke. Na, den ersten Tag überstanden? Also gerade. Wieso servieren Sie mir die Suppe jetzt schon? Der Herr Staatsanwalt hat eben angerufen und gesagt, dass er nicht kommen kann. Da habe ich ihm die Suppe gleich mitgebracht. Der Herr Oberstaatsanwalt bittet den Herrn Staatsanwalt zu einem Gespräch. Lassen Sie es sich trotzdem gut schmecken. Danke. Na, das ist auch nicht. Erklären, was das soll? Oder wollen Sie mit uns essen? Nein, danke, vielleicht doch nicht. Wir hatten eine Frage an Sie, Herr Schaffner. Sie waren tatsächlich Samstagabend auf Ihrem Zimmer, ja? Ja, war ich. Mit Frau Röhm zusammen. Frau Röhm, Sie bleiben bei Ihrer Aussage. Oh, das habe ich doch nicht ernst gemeint. Selbstverständlich nehme ich meine Aussage zurück. Dann muss ich Sie bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten. Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts des Mordes an Frau Christa Abel. Ich besorge dir einen guten Anwalt. Ist das nicht ein bisschen wenig, um mich hier einfach so festzunehmen? Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf einem Glas im Gartenhäuschen der Toten gefunden. Das reicht. Tja, so geht es manchmal, Herr Schaffner. Morgen wird mein Bruder freigesprochen. Sind Sie sich klar darüber? Dafür stehen Sie jetzt unter Mordverdacht. Sind Sie sich darüber klar? Ich war es nicht, Herr Kress. Komisch, den Satz habe ich schon mal irgendwo gehört. Ist Herr Schaffner schon erkennungsdienstlich behandelt worden? Dann macht das bitte. Herr Kress. Später, Herr Schaffner, später. Ach, Gerd, wollte ich dich vorhin schon fragen. Was ist denn das für ein Glas? Das ist das zweite Glas aus dem Gartenhaus von Frau Abel. Frau Hoffmann soll es identifizieren. Mhm. Eigentlich könnte ich euch heute Abend zum Essen einladen. Sag mal Bescheid. Gibt's dafür irgendeinen Grund? Nicht, dass ich wüsste. Aha. Mhm.
So ein Glas, Herr Schaffner. Das kenne ich nicht. Sie können mich ruhig immer wieder fragen. Herr Schaffner, worauf warten Sie? Auf die Urteilsverkündung. Was versprechen Sie sich davon? Ob Ihr Bruder nun freigelassen wird oder nicht, für Sie wird sich dadurch nichts ändern. Wir sehen uns heute Abend. Die Urteilsverkündung macht ihn nervös. Ich möchte telefonieren. Bitte? Ich möchte einen Rechtsanwalt. Ich will Haftbeschwerde einlegen. Bitte tun Sie das. Rufen Sie Frau Röhmann. Die wollte Ihnen doch sowieso einen Anwalt schicken, Herr Schaffner. Ich möchte nicht mit Frau Röhm sprechen. Soll ich anrufen? Ich will auch nicht, dass Sie anrufen. Kein anderer hat einen Grund, Frau Abel umzubringen. Keiner! Ich war's nicht. Was machen wir mit dem Leihwagen von Herrn Schaffner? Augenblick. Im Prozess gegen Robert Schaffner, gegen den wegen Mordes an seinem Freund Axel Röhm verhandelt wird, ist heute das Urteil gesprochen worden. Ein Freispruch für Robert Schaffner. Ein Freispruch mangels an Beweisen. Mehr darüber in einer halben Stunde im Stadtgeschehen. Zurück ins Studio. Was hast du erwartet? Wegen erwiesener Unschuld? Tja, damit müssen wir jetzt leben. War Jutta Röhm bei der Urteilsverkündung dabei? Nee, war sie nicht. Ja, Chris hier. Danke. Robert Schaffner kommt. Das Schöne an unserem Beruf ist, man lernt nie aus. Und er ist voller Überraschungen. Danke. Bitte. Danke. Sagen Sie mal, sind Sie vergnügungssüchtig? Nein. Herr Kress, ich hätte Sie gerne allein gesprochen. Gut. Lassen Sie meinen Bruder frei. Er hat nichts damit zu tun. Also, wenn es nicht Ihr Bruder Stan war, wer war's dann? Herr Schaffner, es steht Ihnen frei, wieder zu gehen. Ihr Bruder wird sitzen für den Mord an Frau Abel. Ich möchte mich setzen. Bitte? Alex Röhm und ich und zwei Freunde. Wir haben vor gut 10 Jahren im Saarland einen Geldtransport überfallen. Beute 750.000 Mark. Wir wollten nur mal sehen, ob wir es können. Wir konnten's. Es war sowas wie eine Mutprobe. Haben Sie dabei jemanden verletzt oder getötet? Nein, nein. Aber wir mussten feststellen, dass wir das Geld nicht sofort gebrauchen konnten. Die Scheine hatten fortlaufende Nummern und die waren notiert. Und das Versteck kannten nur Alex und ich. Wo ist das Versteck? Irgendwie lief uns unsere Existenz unter den Fingern weg. Pleiten, Schulden, Größenwahn. Aber wir durften nicht an das Geld. Noch nicht. Wir wollten ja nicht auffliegen. Wir mussten warten. Ich werde in meinen Blumenladen gehen und der Erste, der heute Nacht da auftaucht, der wird zu mir sagen, so Robert, jetzt lass uns zu dem Geld fahren. Wir holen es uns und hauen ab. Mein Bruder hat damit überhaupt nichts zu tun. Dass er mich auch mal mitnimmt zu sowas? So
Sonst weißt du doch gar nicht mehr, warum du Polizist geworden bist. Naja, schon ein guter Mann. Du? Alex hat mir zwar von dem Geld erzählt, er wollte mir aber nicht sagen, wo es ist. War es schwer, Frau Abel umzubringen? Nein. Sie war eine alte Frau. Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts, Christa Abel ermordet zu haben. Wir fahren Sie jetzt aufs Präsidium. Fassen Sie mich nicht an. Und weiter, Herr Schaffner, wir sind noch nicht fertig. Es stimmt, ich habe meinen Freund Alex Röhm getötet. Ich wollte es nicht. Wir haben gestritten. Er wollte unbedingt an das Geld ran. Er konnte seinen Betrieb nicht mehr halten. Dann muss ich Sie jetzt erneut festnehmen. Wegen Mordverdacht, das ist Ihnen ja klar. Ihren Bruder Stan werden wir morgen früh entlassen. Eigentlich hat Jutta unser ganzes Leben bestimmt. Das von mir, das von Alex und auch das von Stan. Wegen ihr ist er nach Amerika abgehauen. Richtig geflohen ist er. Sie hat eine unglaubliche Kraft. Guten Tag. Ich sollte mal vorbeikommen. Morgen ist die Beerdigung von Christa. Na, was soll ich eigentlich hier? Entschuldige, das hatte ich vergessen. Frau Hoffmann, Sie sollten uns sagen, dass dieses Glas aus dem Gartenhaus von Frau Abel ist. Ist es aber nicht. Überhaupt nicht. Ja, wir wissen es inzwischen. Die Gläser hat Frau Röhm dorthin gestellt, nach dem Mord an Frau Abel. Sie kommen doch.
zur Beerdigung von Christa Abel. Nur sie müssen kommen. Sie war so ein guter Mensch.